So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play or Die mit Evil. Ja, ihr seht, ich habe wieder meine schöne Axt und ich bin jetzt in der dritten Episode des ersten Kapitels. Hier kommt Licht in die Höhle und deswegen reflektiert hier alles sehr, sehr schön. Was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, schaut mal, man kann auch in die Options reingehen und man kann hinter Video. Wo war das denn? War das das hier? Nee, das war's nicht. Doch, Chunky Pixels, schaut mal. Schaut mal. Seht ihr das? So, seht ihr das? Jetzt haben wir noch so eine Retro-Auflösung, ja? Ist eigentlich ganz cool, aber durch das Anti-Aliasing sieht es für mich ein bisschen eher aus wie, ich habe meine Brille nicht auf, deswegen schalte ich es wieder aus. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass es diese Option gibt und dass sie ganz witzig ist. Ich wusste gar nicht, dass sie so witzig ist. So, wir sind aber zurück zu unserer High-Def-Resolution. Und das andere Problem ist natürlich, bei dieser pixeligen Resolution hat man auch Probleme natürlich zu kämpfen. Habe ich schon... Okay, ich dachte gerade, ich hätte Energie verloren. So, wir suchen natürlich weiterhin Secrets. Oh, ist das so einer, der schießt? Ja, ist einer, der schießt. Und ich werde auch getroffen, obwohl ich so schön ausweiche. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Ich grüße mal. Oh, das ist ein Secret mit einer neuen Waffe. Wie krass, das habe ich... Okay. Ich hätte es fast übersehen. Ist hier noch mehr? Mehr sehe ich nicht. Wie viele Waffen habe ich jetzt? 5 Waffen habe ich. Ist sie gut? Oh, oh! Ah, Granatenwerfer! Ui! Aber schaut mal, der zieht eine ganze Menge Mana. Aber anderes Mana, ne? Also gibt es doch mehr als nur 2 Mana. Manasse. Ich bleibe jetzt erstmal bei dieser, weil ich habe hier noch voll Mana. Und hier ist auch noch ganz viel Mana zum Einsammeln. Ich habe irgendwo ein Geräusch gehört. Wo ist er? Wo ist er? Sagt's mir. Da hinten. Ha, du Lump. Ja. Ich finde es immer noch schön, dass hier diese Waffe so einen Zielsuchmechanismus hat. Oh, das war ein Secret? Das war ein Secret? Also wenn das schon ein Secret ist, ja, dann will ich nicht wissen, wie viele Secrets ich verpasst habe, weil ich einfach kein Krams genommen habe. Die Waffe hatte ich schon, ja. Das ist ja mein Schwert, dieses Schwert. Klimm. Ach komm. Hauen wir auf den Dötz, dem alten Eumel. So. Na, ich glaube, bleib mal bei der Fernwaffe hier. Was war das? Achso, jetzt hat er das Schwert genommen. Weil da nämlich auch Mana drin ist. So, ist das ja auch ein Secret? Nein, das ist kein Secret. Das Level-Design ist auch wieder recht schön, ja? Also mir gefällt's. Es ist so eine Mischung zwischen detailliert, aber auch eben sehr plump, so wie im alten Quake. Ich glaube, das ist das, was diesen Charme ausmacht, ja? So, du Lump. Bevor du wieder auf mich scheißt hier. Ich glaube, ich bin gerade in eine Flamme reingegangen. Das bekam mir nicht so gut. Kam da noch einer? Ist da einer? Nee, ist es keiner, oder? Ist es ein Feind? Ja, doch. Siehst du? So, hast du schön auf den Dötz gekriegt. Dötz, Dötz. Oh, ist das wieder eine neue Waffe? Das ist ja wieder so ein Riese, ne? Der schießt immer zuerst auf die Kleinen. Wieso? Also die Sterbeanimation ist eventuell ein bisschen langatmig, ja. Das heißt, man denkt, er lebt noch, schießt ordentlich weiter. Hatte ich die eigentlich schon? Das war die hier, ne? Ja, die habe ich auch schon. Ich empfand sie, glaube ich, nicht als so gut. Oh. Kommen da noch mehr? Ich habe doch Geräusche gehört. Oh, verdammt. Manchmal sieht man von lauter Schießen die Munition des Gegners überhaupt gar nicht. Hm. War da eigentlich noch... Hier, guck mal, das Health. Health. Der hält, was er verspricht. Oh, das ist ja noch einer. Noch so ein Lump. So, war hier vorne auch noch Health? Nee, ne? Doch, da drunter war doch noch. Hier, siehst du? Sag ich doch. Aber ich habe ja volle Health. Deswegen kommen wahrscheinlich auch die Health Angels und helfen einem im Notfall. Boah, ich krieg jetzt schon Auge, Leute. Warte mal, ist es so besser? Wisst ihr was? Ich könnte noch ein bisschen... So, ist doch schöner ausgeleuchtet, oder? Ha? Ist das professional? Highly professional? Was sagt er uns hier? Death and Pain. Das ist sehr nett, dass ihr mir das mitteilt, aber ehrlich gesagt geht es mir fett am vorbei. Oh, schaut euch diese schöne Spiegelung an. Das ist RTX.
nicht nur RTX, sondern auch RT, ne? Very, very RT. Also wenn ihr euch jetzt nicht schon fühlt wie am Quake oder Heretic... Oh, da ist ja noch einer. Du Lümmel! Du alter Lümmel! Seht ihr das? Diese Sterbeanimation dauert 5 Stunden! Mann, und ich verschwende hier Munition! Guck mal, das ist doch ein Secret hier. Oder? Gegenspringen? Hä? Was soll man denn? Aber das ist doch... Achso, das... Das sind die Lampen oder was? Aber der da. Okay. Ich wollte euch mal demonstrieren, wie, auf welche Art und Weise man in diesem Spiel herrlich die Munition verplempern kann, ohne Grund, Sinn und Verstand. Ja, und jetzt kommen wir hier rein. Was? Ich habe ja den Turbo-Modus. Hier. Leco mio grande. Oh. mir geht's gut. Ein bisschen zu gut vielleicht. Aber es war doch... Das war mitunter nicht das verkehrteste, die verkehrteste Entscheidung. Der fällt aber auch relativ entspannt zu Boden. Wisst ihr was? Speichern, ja? Das ist übrigens eure Aufgabe, liebe Zuschauer, mich regelmäßig in Minutenabständen daran zu erinnern. Ja? Also schreibt mir bitte sofort in die Kommentare, dass ich doch bitte speichern sollte, ja? Speichern! Hier ist doch irgendwas bestimmt geheimnisvoll Verstecktiges. Sowas Verstecktiges. Das ist aber auch endlos lang. Wisst ihr, man kommt immer so vom Kleinen ins noch Kleinere. Wie kommt man denn eigentlich da rein? Hier ist doch auf beiden Seiten keine Öffnung. Also sorry, das liebe Game Designerchens, müsstet ihr mir schon ein bisschen erklären. Ja, wie soll man? Ach da. Jetzt weiß ich's. Ich hab's gesehen. Das war der Herr mit dem Türmchen. Ich komme nicht wieder hoch. Wie soll man denn? Wie stellt ihr euch da? Okay. Indem man sich nicht anstellt wie ein Fach, du Schiete! Okay. Quick Load. Zum Glück hatte ich ja gespeichert. Das ist ein Leben hochgezählt. Ja, ihr seht, das zweite Leben verloren. Okay. Wir lernen daraus. Bei diesem Spiel, ja, wie auch bei wahrscheinlich jedem anderen Spiel in dieser Welt, lohnt es sich durchaus, ja, vorher zu schauen, bevor man geht. Ja, also die Regel, die man sich hierbei merken sollte, wäre etwas wie spring nicht in glühende Lava. Ja, unter Umständen. Ja, unter Umständen ist das Springen in die glühende Lava nicht zwangsläufig der richtige Weg. Ging es eigentlich auch da hinten lang? Das hatte ich gar nicht getestet. Also bevor wir jetzt hier stundenlang... Aber hier brauchen wir bestimmt irgendeinen Schlüssel. The Silver Key. Ach, da ist er doch! Mensch! Leute, da oben. Habt ihr gesehen? Ich hab's gesehen. Muss mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist bei der Aufnahme. Wie sieht's eigentlich aus für euch? Ja, schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Gefällt euch dieser Look mit dem Typ? Ja, und guckt in die Kamera. Das war echt dämlich, hier reinzuspringen. Selten dämlich. Ich schäme mich schon. 2 Leben verloren. Aber wenn man bedenkt, dass wir in der 3. Folge sind und erst 2 Leben verloren haben, dann empfinde ich das als schon okay. Ja. Nicht zu vergleichen natürlich mit der Parasite Eve Folge. Ihr wisst, das ist die hier, ja, wo ich... ich verrate jetzt nicht, wie viele Leben ich verloren habe, aber ich kann euch schon verraten, es waren nicht gar so viele wie in dieser Folge. In dieser... Mist, in dieser Folge. Ich hab's verraten, freudscher Versprecher. Schon jetzt habe ich mehr Leben verloren als in der Parasite Eve, in der gesamten Parasite Eve Serie, ja. Und somit ist das Geheimnis gelüftet. Schäme mich ein bisschen, aber auch nur ein klein bisschen. Ich habe doch gerade irgendwie ein Grunzen gehört hier. Wo war er denn? Fast wieder runtergefallen. Gut. Die hier sind jetzt nicht unbedingt... Also man kann sagen, bisher mangelt es in diesem Spiel nicht unbedingt an Munition, ja. Ganz im Gegenteil zum Beispiel zu... Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu einem Spiel wie Doom Eternal. Ja. Indem man dauernd das Gefühl hat,
was war das? Achso, ich kann jetzt sofort den Turbo-Modus machen. Brauche ich ihn? Ja, nehme ich mal. Komm, machen wir mal Turbo. Ist doch schön. So, hier kann man mal reinfallen. Ist auch mal schön. Ist denn irgendwo noch ein... Ach, da. Miau. Miau. Noch jemand? Sonst irgendwo? Irgendwie? Das ist ein bisschen schade, ne? Also ich habe immer das Gefühl, ich verschwende meinen schönen Super-Turbo-Modus. Weil die Gegner sind aber auch dermaßen schnell besiegt. Wie kommt man denn jetzt hier hoch? Muss ich jetzt hier oder anders irgendwie? Nee, geht ja gar nicht. Komme ich hier? Schaffe ich das? Liebe Leute, ich will zurück nach Westerland. Aber erstmal würde mir reichen hier hoch. Irgendwie. Aber ich habe nicht das Achso. Oder einfach hier. Ja, naja. Ah, das ist übrigens der Moment, wo man mal die Shift-Taste drücken kann, damit er nicht unendlich rennt. Ja, funktioniert tatsächlich. Und jetzt noch das hier einsemmeln. Das ist auch nicht schlecht. Also, liebe Entwickler, ihr habt ein cooles Spiel gemacht, aber das Gerutsche, das könnt ihr euch das nächste Mal tatsächlich in die... Ach, da ist ja noch eine Waffe. Lohnt sich für mich, die zu holen. Schauen wir mal. Ja, durchaus nicht der allerverkehrteste Entscheid. Bin ich jetzt hier irgendwo hingekommen, wo ich sonst im Leben nie hingekommen wäre? Oh je, oh Schiat, oh Verflucht, oh Mist. Liebe Leute, ihr solltet mich daran erinnern zu speichern. Schon wieder keiner mich im Leben daran erinnert, aber jetzt haben wir es ja auch. Oder ist ja noch einer, oder? Nee. Manchmal sehen aber auch die Bonus-Items aus wie, kann man hier rein? Oh yeah, ein Secret. Aber auch jetzt nicht zwangsläufig als... Oh Gott. Wo war er denn? Da oben, ne? Ich wusste es doch, dass da oben irgendjemand rumgeschwupselt ist. Komm ich mit dem Aufzug hin. Aber erstmal, wie kommt man denn dahinter? Ach, hier. Ob das auch schon wieder ein Secret ist? Nö, ist es nicht. Aber sowas von gar nicht. So, jetzt aber. So, du Lump, 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 ihr Lumps. Es sind ja mehrere Lumps. Hier ist ja Lumphausen fast schon. So, aber hier hinter ist doch bestimmt noch irgendein Snack. Hier? Ne. Hier? Ne. Aber ich habe das Gefühl, in die Nähe... Ach, war ich nicht hier schon? Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, in die Nähe des Silver Keys zu kommen. Irgendwie, aber auch nicht. Ne. Streichen Sie das. Ist hier eine Falle? Ne, aber ein Schalter. Ah, guck mal! Hahaha! Das ist ja cool. Das hat Style. Das ist stylisch. Ah, hier hinter mir einer? Nö. Waren das beide? Ne, das ist irgendein Lümmel. So, wie fandet ihr den Sprung? Der war ja wohl dermaßen cool. Den Lump umgenietet. Ich habe aber das Gefühl, dass da hinten noch irgendwas Cooles war, was ich verpasst habe. Ich speichere mal nochmal. Guck mal, da oben ist doch... kommt man da denn irgendwie hin? Irgendwie irgendwas? Und da bin ich auch noch nicht so ganz, oder? Guck mal. Schauen wir doch mal. Naja, okay. Wieder runtergefallen. Das Pferd hat vier Beine, an jeder Seite einer. Und hat es mal keiner runterfällt. Ach, seht ihr das? Wenn man im Sprung anfängt, Shift zu drücken, dann bewirkt es gar nichts. Das heißt, in dem Spiel hat tatsächlich der Schwung annähernd physikalische Korrektheit. Oder auch nicht, oder wie? So, ich will nur noch mal gucken, ob ich hier irgendwelche Items vergessen habe. Nehmt es mir nicht krumm. Oder ein Secret Nee. Ah, ich wäre fast wieder runtergefallen, Leute. So, hier. Seht ihr das? Da ist doch noch irgendein Secret. Hahaha. Achtung. Fast übersehen. Hier. Aber ist kein Secret, oder? Oh, schade. Auf der anderen Seite vielleicht nochmal gucken. Da noch irgendwas im Dunkeln? Nö. Nö, nö, den haben wir schon hier. Wie kann das ein Secret sein? Wie kann das ein Secret sein? Das ist doch hier direkt einmal runtergetaucht und fertig. Mensch. Leute, schämt euch. Echt mal, ohne Witz. Das hat doch keinen Style und auch keinen Flow. So, jetzt aber wieder hier runtergehen.
Klein Foe. So, jetzt gehen wir aber hier lang, wo es lang gehen soll. Ne? Einmal hier eingesammelt, einmal das auch noch und dann auch. Guck mal, jetzt sind die hier auch aufgegangen. Das ist ja witzig. Ja, nee, aber ach, nee. Nee. Krieg jetzt. Oh! Ich frage mich, ob ich jetzt auch meinen Silver Key demnächst mal erhalte. Oh, hier ist noch eine Munition. Da ist doch noch ein Lümmel. Ich wusste doch, ich habe was gehört. Ah. Hier, Turbo. Ach nee, ich habe gar kein Turbo. Ist hier ein Secret? By the moon, I feel worried. By the moon, I feel worried. Das ist ja fast schon philosophisch. Okay, es geht ab. So, das war das. Nee, immer noch kein Silver Key. Oh, die Sounds. Sind die nicht atmosphärisch? Liebe Leute. Das ist doch cool. Wo denn? Ach da. Direkt vor meiner Nose. So, habe ich den Turbo-Modus? Jawohl, ich habe den Turbo-Modus. Und ihr könnt mich alle mal. War's da schon? Einer noch, zwei noch, drei noch. Ich höre Geräusche. Weißt du was? Ich renne jetzt durch und schließe einfach nach hinten. Ah, Peter, dann lohnt sich's doch schon. Das hatten wir doch schon. Hier ist noch ein Knopf, ein Button. Ah, hier ist wieder das Auto gegangen. Oh, mein Turbo ist vorbei. Schade. Aber diesmal hat sich doch der Turbo relativ gelohnt. Oh, do. Manchmal sehen die Viecher aber auch aus wie die Beleuchtung hier, ne? Und manchmal ist es auch ein bisschen arg dunkel, so dass man gar nicht sieht, ist hier ein Secret oder ist hier einfach nur eine Wand? Ja, oder ist hier einfach nur ein Feind, den ich nicht gesehen habe? So, jetzt können wir das noch einsammeln. Wenn ich ein Secret verpasst habe, ja, und bin voll dran vorbeigelatscht, so wünsche ich mir von euch, liebe Zuschauer, dass ihr auch mal aktiv werdet und mir in die Kommentare schreibt, was für ein elender Vollhonk ich bin, ja? Vielleicht mit leicht anderen Worten. Sowas wie, cooles Video, du spielst so gut, ich wünschte, ich wäre nur halb so gut. Allerdings muss ich betonen, dass da ein gewisses Geheimnis war, welches ihnen entfleucht ist in ihrer unendlichen Aufmerksamkeitsdefizit-Geschichte. Oh Gott. Also stark sind diese Gegner jetzt hier nicht. Die hätte ich aber alle mit der Axt umhauen können, ja? Möchte ich mal betonen. Außer der jetzt vielleicht. Wie viele verschiedene Gegnertypen haben wir jetzt eigentlich schon encountered? Also wir haben den laufenden, hopsenden Nahkämpfer. Wir haben den Schwertschmeißer. Wir haben den Bombenleger. Wir haben den großen und wir haben den fliegenden. Also fünf, wenn ich richtig gezählt habe. Fällt euch sonst noch einer ein auf, um... Oh, komm. Wo war er? Oh Gott. Habe ich jetzt Energie verloren durch diesen Sprung? Nochmal speichern. Ich speichere sehr gerne, ja. Das sollte man sich auch angewöhnen bei all diesen alten Spielchens. Wir sind in der Kanalisation, glaube ich, oder? Ach komm, kannst du nicht einfach sterben? Ich meine, es ist zwar auch nicht die feinenglische Art, ich gebe es zu, ja, man sollte Konflikte niemals durch Kampf lösen, sondern am besten durch Gespräche. Ist besser. Aber in diesem Fall ist es jetzt nicht unbedingt so, als hätte ich irgendwie die Möglichkeit, ja, dieses Gespräch auf sinnvolle Art und Weise zu beginnen. Man hätte jetzt natürlich versuchen können, hier über die Konsole. Die ist ausgeschaltet. Habt ihr das gesehen? Das Spiel ist eine Unreal Engine und ich kann die Konsole nicht einschalten. Das ist ja fast schon eine Unverschämtheit eigentlich. Ist das nicht auch schon ein Sack-Relik? Ja, also irgendwie auch Blasphemie. Kommen sie oder kommen sie nicht? Egal, ob ihr hier seid und nicht. Ich schieße. Geh mal über den Rand hier. So, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich hier runtersemmel. Hier hätte ich auch mal eine schöne Granate eigentlich mal ausprobieren können. Soll ich mal? Ist da unten noch irgendwo einer? Sehe ich da unten jemanden?
Treffe ich den? Oh Gott. Das ist ja eher eine Rakete, ne? Habe ich da gerade jemanden getroffen oder eher nicht? Ach ne, Axt bringt mir jetzt gerade nichts auf die Ferne. Ach, da sind ja noch mehr Lümmel. Wo ist er denn? So, ich gehe mal runter. Mal ein bisschen mutig hier. Mut bei die Fische heißt es ja auch, ne? Oh Gott, soll ich wirklich da in den Mixer? Ich gehe in den Mixer. War da gerade einer? Wisst ihr was? Ich habe jetzt keine Lust hier auf Warten. Ich mache jetzt mal richtig. So. Solange man gut strafen kann, ist es ja auch eigentlich nicht so schlimm. Ja, siehste. Das war da nichts. So, einsammeln. Kriegt ihr eigentlich auch schön Kopfschmerzen, wenn ihr mir hier beim Spielen zuschaut? Dann renne ich extra noch mehr im Zickzack. Hier ist nix. Da hinten in der Ecke. Doch, da hinten in der Ecke ist was. Und hier ist auch noch ein Secret, was keins ist. Nee, dann geht's wohl wirklich nur hier weiter. Speichern! Ich habe immer noch nicht den verdammten silbernen Schlüssel bekommen. Ja? Langsam langt. Ich hab, verliere ja langsam echt... Ah, wir sind doch nicht da, oder? Bin mir gerade nicht so hundertprozentig. Was war das? Achso, ein Lümmel. Ein Fliegelümmel? Ein Laufelümmel. So, Turbo. So, sehr gut. Ist hier noch einer? Keiner? Doch, irgendwas. So, hier. Dö. Bald. Da ist er. Haben wir. So, aber bevor ich runtergehe, will ich auch hier nochmal schauen, ob es irgendwo noch irgendwas Sekretes gibt, ja? Ein schönes Sekret, ein Top-Sekret eventuell sogar. Nö, nö. Wisst ihr was? Ich finde der Level, ich finde diesen Level ein bisschen entspannter sogar als die Level davor. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an meiner neuen Speicherphilosophie. Ja, kann ja sein. Kann man da hin? War da was? War ich da schon? Ach so, doch, da war ich natürlich. Von da bin ich ja nach da gesprungen. Ich erinnere mich. Ist hier noch irgendwas? Soll ich es wagen? Wisst ihr was, wenn ich hier runterfalle, ist es ja kein verlorenes Leben. Laden gilt ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen langsamer gehen. Das wäre unter Umständen empfehlenswert. Aber ich habe hier irgendwas leuchten sehen. Nee, das war für einen Eimer. Dann lade ich. Ich bin nämlich zu faul. So, sonst hätte ich nämlich zurückgehen müssen. So, okay. Na dann. Dann lass mal schauen, was hinter der geheimnisvollen Tür ist. Nämlich dieser hier. Speichern, rennen. Wo kommst du denn her, du Lump? Und den Turbo habe ich ja schon benutzt. Mensch, und dann noch drei von den Lümmeln. Wisst ihr was? Bam. 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 Wie lange lebt er denn? Achso, das war wieder der endlose Todes-Ding ins Kirchen. Jetzt habe ich so viel Energie verloren. Jetzt hätte ich doch gerne die Energie zurück. Soll ich's? War der Weg sehr lang? War der Weg lang? Nö, eigentlich war er nicht lang, oder? Komm, die holen wir uns noch geschwind. Tam, tam, tam. Hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Hier war nichts mehr. Naja. Ist ein bisschen schade, ne, dass man die großen Kugeln gar nicht aufnehmen kann. Das waren jetzt alle nur große Kugeln, glaube ich, ne? Ja, schade. Schade, schade. Für Notfall wären sie jetzt noch da, aber kleine Kugeln sind es natürlich nicht. Sind das kleine Kugeln? Auch nicht. Das sind alles große Kugeln. Das ist doch schade. Die kleinen kann man ja immer noch draufnehmen und dann davon voll... Der Weg war doch länger als erwartet. Oh, sorry, Leute. Ich wollte es euch nicht antun. Ich schäme mich schon ein wenig. Der Level ist doch sehr groß gestaltet, ne? Sehr großzügig gestaltet. Aber doch, es hat sich gelohnt. Hier kann man noch einsemmeln ohne Ende. Den kriegen wir doch voll, oder? Jawohl, voll. So. Das war gut. Das hat sich gelohnt. Ach nee, falsch. Hier ging es lang. Und jetzt bin ich gespannt, was hinter dieser Tür so alles auf uns wartet. Obwohl, das ist doch das Zeichen für Levelwechsel, ne? Ist das das Ende des Levels? Ja! Drei Secrets. 100% Kills. Ich bin ein Killer. Und wir gucken uns nochmal den nächsten Level an. Fertig. So, ihr habt ihn gesehen. Bis zur nächsten Folge von Let's Play or Die Emmett Evil. Ich gucke ins Mikro, man guckt aber in die Kamera, das ist besser. Hat es euch gefallen? Wenn nein, sorry. Ja, ich schäme mich. Ja.
Bis denn. Mm-hmm.